So, kommst du vor, als wärst du direkt ready, irgendwas zu erzählen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir fangen direkt so an. Wir hatten es doch mal in der ersten Folge von Albertusson und seinem heißen Alter. Stuhl. Okay. Und ich habe mich inspirieren lassen und habe jetzt mal einen heißen Stuhl für dich vorbereitet. Die Regeln sind einfach nur, du sagst das Erste, was dir zu Kopf kommt. Wir diskutieren nicht darüber, sondern ich frage dich, du Das ist antwortest. immer sau schwer. Okay, bist du Okay, bereit? Bist du ja. bereit? Ich schwitze. Wen nimmst du bei Mario Kart? Luigi. Friends oder How I Met Your Mother? Friends. Wein oder Bier? Wein. Welches Tier wärst du? Faultier. Hackst du dir lieber den Schwanz oder die Hand ab? Den Schwanz. Windows oder Mac? Mac. Dacia oder Opel? Boah, Opel. Sachsen oder Saarland? Sachsen. Maden oder Ameisen essen? Ameisen. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Lieber eine Spinne ins Gesicht oder den ganzen Körper als Echse zur Erklärung, man sieht es dann nicht, wenn du normal gekleidet bist. Also das heißt, Und was ist mit bis Spinne? hier. Ich habe sonst ein Gesicht von der Spinne. Nein, 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 Ach du hast so. eine Spinne im Gesicht tätowiert. Ach Ich habe so. tätowiert nicht gesagt. Ja. Eine Spinne im Gesicht tätowiert oder dein Körper ist, sagen wir mal, ab hier und halt bis hier, ne, tätowiert als Echse. Ach so, tätowiert. Ja, okay, dann Echse. Echse, ja, okay, gut, gute Wahl. Und Lieblingsauto? Das ist schwierig. Taycan. Boah, da müssen wir aber drüber diskutieren. Warum? Taycan, Ich finde ihn du zurzeit. gehst full on Elektro. Ja, ich finde ihn zurzeit ultra lit. Ich könnte jetzt auch sagen 918 Spider, aber ich finde jetzt, wenn ich, also muss ja schon überlegen, dass auch, ich finde der an dem Taycan vieles so geil, dass es ein geiles, großes Auto ist, dass der den Speed hat, dass der Elektro ist, sehr schön aussieht. Das Und dass sind. du 200 Kilometer weit kommst. Ja, du kommst schon ein bisschen weiter, glaube ich, aber ich weiß Ja. nicht. Deswegen, also, das ist schwierig. G-Klasse ansonsten. G-Klasse finde ich auch Boah, immer, ist G-Klasse einfach Allrounder. Ist einfach immer ein Allrounder. Allrounder. Es passt. G-Klasse passt eigentlich immer, ja. Das ist Deswegen, echt gut. deswegen. Das ist echt gut. Ich weiß gar nicht, was mein Auto ist. Ja, deswegen. Ist Ich auch weiß gar schwierig. nicht. Ich weiß gar nicht. S-Klasse ist auch super. Einfach Ja. Klassiker. Ja. Ganz ehrlich, ich sag den Opel Corsa, der neue Nice. Plug-in-Hybrid. Deswegen. Geiles Auto. Der Opel Adam E sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Controversial Statement over here. Der Opel Adam E sieht nicht scheiße aus, der neue. Nee, ich find generell, die neuen Opel sehen nicht scheiße aus, aber die sind halt scheiße. Die sind halt Ja, komplett scheiße. Opel, bitte ruf uns nicht an, einfach. Das ist Sonst alle unfassbar. außer Opel. Opel, Ich die würde nicht. einen Anruf von Dacia entgegennehmen, aber nicht von Opel. Zu was gehört denn Full Dacia? Front. Gehört Dacia nicht auch zu Opel? Nee. Wozu gehören die denn? Renault. Renault. Ja. Ich habe gerade Sicher? auch eher doch, Ja. ich habe auch eher überlegt, Dacia ist der billige Renault. Also. Das ist schon ein Statement, Ja, das ist aber. schon ein Statement, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, du hast zur Auswahl Drake, Migos, RIN, Travis Scott, und jetzt wird's wild, Michael Jackson, die Band Queen, die Beatles, Amy Winehouse, Tupac und Lana Del Rey. Zwei musst du für immer streichen, und welcher davon ist der beste, deiner Meinung nach? Und Lana Del vielleicht Rey gib ist mir. raus. Lana Del. Die Okay, Amy und dann Winehouse. musst du mir noch, am besten gibst du mir dann noch so ein bisschen Tierlist-mäßig oder Okay, sagst was ein also bisschen Lana Del Rey dazu. ist auf jeden Fall raus, würde ich nie wieder hören. Schlimm. Was waren die ganzen anderen? Michael Jackson ist auch noch raus, würde ich auch nie wieder hören. Das sind beides Sachen, die brauchst du nicht unbedingt. Finde ich zwei Songs auch so gut. Also ganz kurz, du behältst Beatles. Ja. Beatles haben geile, haben Banger. Beatles haben Banger. Ja. Okay, alles klar. Tierlist ist super schwer. Travis Scott, dann Drake, Du dann. nimmst Travis Nummer 1 und dann Drake. Ja. Boah, ich kenne dich nicht mehr. Deswegen, Wer bist du? ich finde bei Drake, der hat sau viele, man muss überlegen, Drake hat glaube ich achtmal so viele Lieder wie Travis Scott, muss man mal dazu sagen. Ja, achtmal so viele Zweitens, Banger auch, ne? ja, geht. Ich finde, da ist auch viel dazwischen, wo ich mir denke, boah. Deswegen, ich habe mir vorhin im Auto, habe ich die This is Drake Playlist gehört. Und da musst du, sind viele, wo du skippen musst. Da sind viele, wo du Ja, skippen musst. Wenn du This is Travis aber Scott anhörst, gibt es sau, also einen Song sehr nach dem viele, anderen die du sehr skippen geil. musst. Es Weiß gibt, ich, Travis deswegen. Scott hat richtige Banger. Ich bin großer Fan, aber der hat auch diese LSD-Dealer einfach, wo der keine Ahnung auf was ist und die sind ganz weird. Ja, also ich finde Travis Scott, Drake, was war da noch alles? Migos, safe. Das ist einfach auch die Holy Trinity. Die Ja, drei das sind wirklich, stimmt das ist auch schon. einfach Das stimmt so. schon. Das ist einfach, Das stimmt schon. das war wirklich. Das war Das wäre ein Problem. knapp. Nee, also deswegen, und das ist, glaube ich, mein Tierlist, mehr braucht man, glaube ich, gar nicht sagen. Die drei.
Und die wechseln, die switchen aber auch, die springen manchmal auch ein bisschen, weißt du? Mm-hmm. Manchmal singen Straightening, weil jetzt zum Beispiel wieder so ein Migos-Song, wo ich mir dachte, uff, der war fire. Ja, das ist krass. Ja, das ist auch einfach direkt Old Migos. Einfach das direkt, wie als wäre es aus Culture 2 das Lied rausgeholt. Also du würdest Beatles streichen, wen noch? Safe. Ich würde Beatles rausstreichen. Ich glaube, ich bin bei dem mit Michael Jackson oder sogar Tupac. Ich höre einfach keinen Tupac. Ich finde den jetzt nicht schlecht, aber ich höre auch keinen Lana Del Rey, ich höre keinen Michael Jackson. Lana Del Rey, Digga. Summertime Sadness. Okay, ist aber auch das einzige Lied. Nein, Video Games. Ja, okay. Die zwei Lieder mit A$AP Rocky. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die sind Banger. Das ist nochmal was anderes. Ja, aber übrigens, die beiden werden so ein krankes Couple, also von der Ästhetik her, das wäre so krass. Egal, ich meine wegen dem Musikvideo. Hast du es gesehen? Nee. Das sieht gut aus. So, Queen, sehr, sehr gut. Aber natürlich, bei mir wäre es auch Drake, danach wahrscheinlich Migos, danach Travis, danach Rin. Gefolgt von Queen und dann Lana Del Rey. Rin, muss aber dazu sagen, der hat so Drake krass ist Goat. Abgebaut. Rin ist ja, so krass schlecht geworden. Findest du schlecht? Ich sag anders, weil ganz ehrlich, der gibt sich halt immer noch krass Mühe für seine Musik und so. Der ist halt einfach nur anders. Der macht jetzt einen anderen Shit so. Und was war das letzte, dieses Nimmerland, dieses Album, gell? Da waren ein paar gute dabei. Da waren kranke Banger dabei. Aber obwohl live waren die Center Chord und so war auch geil. Das war jetzt so aus. Ja. Hat er nicht ein Album gedroppt vor kurzem? Nee, der hat einen Song gedroppt. Weiß gar nicht mehr, wie das Lied ist. Ja, das ist genau so, ist es nämlich. Früher wusstest du jeden Tag, wann droppt Rin, was hat er gedroppt. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Ist es überhaupt noch so? Weiß nicht. Du hast momentan so viel, also was heißt so viel Musik, aber so viele neue Künstler. Das würde ich sagen. Bei mir war aber Rin wirklich Platt 1 unangefochten die ganze Zeit und jetzt muss ich sagen, nicht mehr. Mittlerweile ist bei mir Luciano auf Nummer 1. Der Junge hasselt nur Bretter raus. Der hasselt nur Bretterinos raus. Der ist die ganze Zeit bei Hornbach unterwegs, oder? Ja, die ganze Zeit, Digga. Jedes Mal, wenn er ein Lied rausbringt, kann ich das 3 Wochen durchhören. Das ist so geisteskrank. Ich finde, keine Ahnung, der hat einen ganz anderen Vibe. Ich gucke gerade, ich finde San Andreas. Fand ich gar nicht so schlecht von Rin. Das habe ich ganz gehört. Glaube ich. Also keine Ahnung. Jetzt gerade sagst du. Das ist dieses 4 Uhr morgens, irgendwas. Ja, keine Ahnung. Ja, aber du hast schon recht, weil früher war so Up in Smoke, du wusstest, nach einem Tag konntest du das ganze Lied auswendig. Fabergé. Also konnte ich Fabergé und so, sick. Das ist schon geil. Ich will eine Story erzählen. Ich war nämlich, ich war das erste Mal seit, ich weiß immer noch nicht wann, es war das erste Mal seit langer, langer Zeit in der Innengastronomie. Ich war am. Ah ja, stimmt. Ja, ich war. Aber auch illegal. Nee, tatsächlich, weil Hotelgäste sehen, darf man übernachten, dann darf man auch in die Innengastronomie. Mhm. Ich hab's sau vermisst. Ich habe gemerkt jetzt mal, wie geil es eigentlich so ist, essen zu gehen. Mister, ich bestell mir jetzt alles auf die Couch. Ja, deswegen, also das auch, aber ich habe das auf jeden Fall vermisst. Der Vibe war einfach anders. Der Vibe war schon, ich glaube, es ist, als auch die Leute, die rauskommen, die wollen auch so ein bisschen shaky, die sind alle loose, wir machen alle Witze miteinander, wir kennen uns alle gut. Ja. Und es war richtig nice, weil wir waren draußen und dann hat es angefangen zu regnen und dann waren so alle witzig drauf, so hey, haha, alle zusammengerückt so ein bisschen und so. Corona war es aber wirklich von Test zu draußen sitzen zu, geht schon, alle zusammengerückt. Ja, safe. Wirklich alles über Bord geworfen. Leute haben richtig Bock. Die Stimmung ist bombastisch zurzeit. Ja. Leute sind richtig hyped. Ja. Aber zu dem anderen Thema, hast du schon mal Click and Meet gemacht jetzt die ganze Zeit? Doch, bei Louis, also bei Motorrad. Okay, ich hab das ein paar Mal gemacht. Das, gell? Das ist auch eine ganz coole. Ich verstehe nicht, was die Regeln sind, wann und wie und wo. Weil alles wird irgendwie so durchgemixt. Ich verstehe es nicht mehr so ganz genau. Weil, wann musst du einen Test machen, wann nicht? Jetzt kommt die nächste Stufe, das ist auch wieder chilliger. Es fühlt sich so an, als würde alles wieder cool werden. Als wären wir so weit, dass wir langsam wieder cool sind. Ja, aber rein wissenschaftlich gesehen ist es ja noch nicht so. Ja. Deswegen finde ich es bedenklich. Das ist jetzt gerade eine Janus-Studie, die hier angesprochen wird. Ich habe belegt, habe da ein Paper zugeschrieben heute, vorhin im Auto auf dem Weg her. Und deswegen, das ist einfach nur mein Statement, ich sagen will, für mich ist mit Gastronomie jetzt so dieses Ding gefallen, dass jetzt wieder anscheinend so ist, dass wir wieder in den normalen Vibe kommen, die Leute sind wieder besser drauf. Das ist wirklich das Ding. Die Leute sind besser drauf. Ja. Man hat sich früher viel mehr gehasst gegenseitig, als jetzt gefühlt. Ja, safe. Also die Masken helfen wahrscheinlich auch, würde ich sagen. Dass man sich dann nicht direkt sieht, dann denke ich, gut, passt. Aber das ist für mich ein Vibe. Essen gehen wieder, was trinken gehen.
also sobald die Bars und sowas wieder aufmachen, dann wird es krank, glaube ich. Wenn du dich wieder reinsetzen kannst, alles schön, so ein bisschen läuft Musik und so. Mhm. Stell dir vor, du gehst auf ein Konzert. Das ist so geil. Das ist krank, in England geht es ja jetzt langsam. Das wieder. Ist krank, das ist krank, 21. glaube ich. Ich finde es, weißt du was, mein Problem mit dieser ganzen Geschichte ist einfach nur, ich bin voll dafür, ich bin richtig dabei und so, ich habe nur keinen Bock, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen müssen. Machen wir safe, natürlich. Nee, also ich glaube nicht, dass eine vierte Welle kommen könnte. Safe. Safe call, sie jetzt kommen sie nochmal, dass wir auf jeden Fall nochmal einen Schritt zurückgehen, denke ich mir. Ich glaube, wir können jetzt nicht die ganze Zeit, weil jetzt gerade läuft zu, jetzt sind wir gerade so dicke Modus, ja, aber laufen. Warum sollten da vorne wartet ein Stock auf uns, und richtig drauf steppen und einfach so uns so maulieren. Aber warum sollten wir zurück? Die ganzen älteren Menschen sind durchgeimpft. Ja, aber trotzdem, es gibt ja viele. Ein sehr, sehr großer Teil ist geimpft, sehr, sehr viele sind genesen. Warum, wieso sollten wir zurück? Die Intensivbetten können ja gar nicht mehr so krass belegt werden. Ich glaube, dass wir nochmal eine starke Anzahl bekommen an Corona-Fällen jetzt, weil alle wieder rausgehen, alle wieder chillen, ja, was passiert jetzt. Deswegen. Also mein Statement war auch nur, Gastro jetzt wieder auf. Ich fand das so ein Ding, es hat Spaß gemacht, ich habe es vermisst, ich habe es gemerkt. Und jetzt zu dem Statement, was du gesagt hast, das war jetzt nämlich meine Conclusion von der ganzen Sache. Einmal im Monat reicht mir. Ich finde, das ist mir dann auch schon wieder zu viel sozial. Alle waren zu gut drauf, haben wir geredet. Teuer. Teuer auch essen zu gehen. Einfach. Ja. Das ist auch einfach teuer. Wir haben letztens mal darüber geredet, wie teuer es ist zu bestellen. Essen zu gehen ist viel schlimmer, weil dann sitzt du da, dann hast du den Modus, und sagst, Junge, Dreieck, Mann. Ja, das ist mir aufgefallen. Das ist mir wirklich dann, aufgefallen. Und dann noch das, komm, bring Kaffee, komm. Trinkgeld, komm. Trinkgeld, bam. Beim Bestellen immer 2 Euro. Hast du mal ein Euro Stück? Ja, komm, gib mir 2 Euro Trinkgeld. Restaurant? Nee, Zehner. Zehner mindestens. Sechste. Und dann guckst du aufs Konto. Alter, den Zehner hätte ich selber gebraucht. Nee, wir waren auch essen. Wir wurden richtig verarscht. Wir wurden so richtig verarscht. Wir wollten nämlich zu einem Deutschen in Sachsenhausen, die richtig gut sind. Die bei Google stand, die haben offen. Ja, die hatten nicht offen. Dann sind wir in der Stadt so ein bisschen halt rumgelaufen, rumgerollert und dachten uns so, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir einfach den größten Fehler gemacht, den wir machen konnten. Wir sind einfach in die Touristenfalle getappt. Ich bin hier geboren. Ich bin in dieser Stadt geboren. Und ich habe diesen dummen Fehler gemacht, einfach in so ein Touristenlokal zu gehen. Ich habe das schlechteste Schnitzel meines Lebens gegessen, habe dafür 14 Euro bezahlt. Meine Freundin hat Spätzle bekommen, weil die sonst nichts anderes Vegetarisches hatten. Spätzle mit Champignon und Soße. Es war so ekelhaft alles dort. Und wir haben am Ende 30 Euro da gelassen, was jetzt nicht so krass viel ist, aber für 2 Essen und Getränke ist auf jeden Fall schon viel. Boah, war das ekelhaft. Und dann, ich bestelle eine Sprite und ich krieg, das war nicht mal Lift. Das war nicht mal Lidl, Lift, irgendwas. Das war wirklich. Warum seid ihr nicht zu Lidl gegangen? Zu dem, wo wir damals waren, bei What's Beef? Weil die wahrscheinlich auch zu hatten. Keine Ahnung, wir haben uns richtig gefreut, zum Eichkatzal zu gehen, so. da hinzugehen, aber wir haben uns halt nicht mehr drum gekümmert. Es war auch dumm, wir hätten einfach auf die Webseite gucken sollen, keine Ahnung. Fand ich aber ein bisschen ärgerlich. Weil da stand geöffnet, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir überhaupt geliefert haben, weil da war gar nichts los, da war nichts. Nikis. Ich habe ein Problem, wo ich es nicht so ganz verstehe. Also, weil du hast es jetzt gerade gesagt, bist in Frankfurt geboren, genau. Wir kennen hier ein paar Spots und so, es gibt immer Restaurants, die kennt man auch nicht und alles klar. Aber, ich weiß nicht, verstehe, warum ist zum Beispiel, ich meine, hey, no front, hit me up, Hans im Glück, aber warum ist Hans im Glück immer voll? Immer voll. Immer. Ja. Das kann doch nicht sein. Warum bestellt ihr Burger bei Hans im Glück? Was ist denn los? Ich meine, What's Beef ist schon am Limit, weil ich mir denke, okay, ist jetzt auch mittlerweile zu gehypt, aber es gibt. Hast du aber mal probiert? Bitte? Ja, ja, wir hatten geile Burger bei What's Beef. Nein, aber jetzt wieder. Achso, nee. Besser. Echt? Okay. What's Beef. Besser geworden. Okay. Die hatten früher einen weirden Geschmack im Fleisch. Boah, sind die gut jetzt. Okay. Ist wahrscheinlich auch, weil Fletchers weg ist. Ich weiß nicht, aber trotzdem, das ist halt so ein Ding. Aber selbst, das meine ich ja, es gibt ja 100 Burgerläden, bei denen du bestellen kannst, die gut sind. Mm. Warum bestellt ihr Hans im Glück? Ich weiß nicht. Hans im Glück habe ich kennengelernt in Mainz und in Stuttgart wegen dir. In Stuttgart. Und dann waren wir nochmal zusammen in Mainz. Da gab es aber noch keins in Frankfurt. Okay. Und da war es ganz cool. Aber ich verstehe, also generell, auch deswegen mag ich Subway nicht. Ich bin kein Subway-Fan. Wenn du irgendwo reingehst und dann fragen die dich, willst du das oder das Brot? Wir können das aber auch nochmal komplett anders machen. Wir können das Brot dann nochmal für dich aufbacken und wieder
einfrieren, nochmal aufbacken, wenn du willst. Du musst schon richtig, also pass auf. Wir haben die und die und die und die Soße. Die schmeckt gut mit der Soße, aber die nicht mit der. Also pass auf, weißt du? Ich finde das so geil. Digga, ich finde das so schwierig, dann zu wissen. Weil jedes Mal, wenn ich da bestelle, weiß ich nicht, ist es jetzt die beste Kombination. Hätte ich dieses Sandwich, hätte ich dieses was auch immer, besser machen können. Und es geht mir auf den Sack, dass Hans im Glück auch so dieses, wir haben 7 verschiedene Brötchenarten, wir haben 200 verschiedene Käsearten, 13 Millionen verschiedene Pommesarten. Digga, gib mir doch einfach einen Cheeseburger, Alter. Also, gib mir doch nicht auf den Sack. Das ist schon richtig, was du sagst. Sie sind ja auch dann immer nach Mainz und sowas gefahren, sind da zu Hans im Glück und so. Aber das ist so ein Ding, das ist auch irgendwann vorbei, meiner Meinung nach. Weil es gibt, wie gesagt, so viel Besseres. Und ja. Ich meine, wie gesagt, ey, es wird auf jeden Fall passieren, dass du mal zu Hans im Glück gehst. Oder auf jeden Fall gehst du mal zu Peter Pan und sowas. Gar kein Problem. Da war ich noch nie. Aber es ist Hans im Glück, von daher ist egal. Es ist der größte Franchise-Nehmer von Hans im Glück. Hat gesagt, ey, kann Bock mal auf euch, fuck you. Und hat dann so ein eigenes Ding gemacht und wirklich. Der hat so das Überhand zum Glück weggemacht und einfach hingestellt. Das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Okay. Also 1-2-1. Auch diese Burger heißen so und ähnlich so und alles. Ernsthaft? Die Karte ist so. Okay. Ja. Verklagen? Vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das hat er schon gut gemacht auf jeden Fall. Okay. Also die sind auch geil. Der ist auch besser als zum Glück, meiner Meinung nach. Bei der gibt es mehr Mühe und dann eine vegane Option. Okay. Ja. Können wir machen, ne? Mach was? Können wir machen. Weißt du was? Hans zum Glück? Ich hab Nö. Ist raus, Peter Bahn, hit me up. Machen wir mal. Genau, also ich meine, deswegen, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Aber ganz im Ernst, es muss doch nicht voll sein immer. Es muss doch nicht immer voll sein. Ja, den ganzen Tag. Es gibt so geile Restaurants, die pleite gehen vielleicht, weil wir noch den 8. Burger zum Glück reinfetzen müssen. Ja, stimmt. Das ist, was ich meine. Egal. Aber, keine Ahnung. Ich finde aber, also es kam ja, gefühlt von heute auf morgen, kamen ja 20 Läden raus. Irgendwie Jamie's, Fletcher's, also hier in Frankfurt zumindest, Fletcher's. Dann kam irgendwann Hans zum Glück dazu, What's Beef. Ja. Es gab noch mehr, hilf mir. Okay. Ja, egal. Auf jeden Fall kamen sehr, sehr viele die und dann hieß es. Bulle, so der fette Bulle. Der fette Bulle, die wurden da verklagt. Der Bürgermeister. Die wurden verklagt von Red Bull. Ah, echt? Ganz weird. Krass. Ja, die mussten dann den Namen ändern. Warum verklagt Red der heißt Bull immer noch der so ein fette Restaurant? Bulle. Der heißt immer noch der fette Bulle. Die heißen jetzt irgendwas Q, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber die wurden auf jeden Fall von Red Bull irgendwie war's verklagt. Vielleicht wegen dem Logo oder sowas? Keine Ahnung. Aber warum verklagst du ein kleines Restaurant in Frankfurt? Der fette Bulle gibt es immer noch. Vielleicht hießen die auch anders. Ja, vielleicht schießen die vorher anders, ja. Die sind auf den Boden gesprießt. Aber einfach oder ich habe gerade einfach nur Scheiße gelabert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die wurden von Red Bull irgendwie verklagt. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Fletchers waren Nummer 1. Fletchers hat dann einfach so einen Switcheroo gemacht. Irgendwie, ja. Oh, Pizzeria Montana war es letztens mal wieder. Stimmt, muss jetzt wiederkommen, ja. Wusstest du, dass der Besitzer tot ist? Ehrlich? Der ist in seiner Wohnung im Westend. Ja, ehrlich? Krank. Das Geist krank. Hat er, ich habe gesehen, der hat eine Sauna gehabt. Ja, richtig. Und die hat dann Kurzschluss gehabt? Das ist so. So, kommen wir wieder. Wollen wir bitte darüber reden? Temptation Island. Alter. Ihr habt ja alle gesehen. Hast du das Finale geguckt? Wir haben alle geguckt. Hast du Reunion geguckt? Ding, ja. Aber du meinst von Deutschen, gell? Ja, nice. Geil. Also, ganz kurz. So geil. Fabio. Boah. Können wir bitte. Können wir so drüber reden, dass Fabio, der auf jeden Fall gesagt hat, dass er Gefühle für sie hat? Natürlich! Der hat so Scheiße gelabert. Natürlich! Der hat von vornherein nur Scheiße gelabert. Ja. Ich verstehe auch überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht mal, wie hieß sie noch, seine Freundin? Malisa. Malisa. Ja. Denio. Einfach, die checkt, glaube ich, gar nicht mehr, wie sehr Fabio die einfach die ganze Zeit betrügt und sonst irgendwas. Ja. Ist ja geisteskrank. Alle um die herum haben gelacht und haben sich gedacht, was geht hier ab? Ja, und so die so, krank. Nee, der Fabio, ich habe den besten Freund der Welt. Boah, so krank, du wirst richtig verarscht, Mädchen. Weißt du, viel Streit von, also ich finde, Yasin und Dings war ja schon krass. Mike und Sabine waren richtig krass. Ja. Aber ich fand Maike und der andere, keine Ahnung, wie der hieß. Boah, sind die toxisch. Der erinnert mich so krass an einen, der bei uns gearbeitet hat. Egal. Ja. Auf jeden Fall, das war ja, was ging da ab? Was ging da? Ja. Erstmal im Finale, wie er sie so im Gesicht festgehalten hat, so ein paar Mal, wo ich dachte, ui, der haut ja den ganzen Maul ab. Und dann sind die bei dieser Reunion und die, krass, warum drehst du dich um? Warum drehst du dich um? Der kriegt jetzt einfach bei der Reunion aufs Maul gehauen. Ganz ehrlich, weißt du, was ich zu den beiden sage? Also, das ist natürlich jetzt nichts, ja, aber die haben sich einfach verdient. Die sind doch genau gleich. Ja. Der eine wirft das dem anderen an den Kopf, aber die machen genau die gleiche Scheiße zusammen. Ich glaube, die passen einfach gut zusammen. Keine Ahnung. Die passen gar nicht zusammen. Ja, natürlich nicht. Die sind toxisch. Die sind richtig toxisch zueinander, aber
Witzig, das war so fucking witzig. Nummer. Also Reunion wirklich, also ich finde auch geil, dass wir jetzt bei allem Reunion haben. Das ist so geil, das ist einfach so, aber das ist so wichtig. Wichtig, nochmal ganz kurz will ich dazu sagen, an alle Sender, ihr könnt gerne nochmal anrufen, durchklingeln, okay? Warum macht ihr die Reunions immer so kurz? Ja. Ihr könnt die, jeder von uns würde 5 Folgen Reunion gucken, ihr könnt es so auslutschen, wir wollen doch sehen, wie die Leute sich gegenseitig anspucken und anschreien. Warum macht ihr die so mitten in der Diskussion? Ja, wir müssen jetzt mal weitermachen. Ja. Nein! Genau. Ich hätte auch noch mehr eingeladen, noch mehr Leute sollen da reinkommen. Viel mehr Leute. Ja. Auch dieses, dass sie so viel Zeit bei Malisa und Fabio verschwendet haben am Anfang. Safe. Da haben die wirklich die Compilation des Jahrtausends gezeigt. Ja, so viele Szenen und Clips und das passiert. Ich denke mir, okay, die sitzen doch da, sind glücklich. Zeig uns die anderen. Ja. Yassin hat für 8 Stunden Content geliefert. Zeig, zeig. Und, das ist so geil. Yassin nochmal, da kam ja die eine rein, Chrissy hieß sie, glaube ich. Hast du der ein Wort geglaubt? Ja, ich glaube schon. Weil ehrlich? Ich glaube, warum sollte sie das sagen? Das hat genau gepasst zu all dem, was Yassin davor gemacht hat. Hat meine Freundin auch gesagt, weil sie dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weil alle jetzt warten alle auf ihr Statement auf Instagram, was sie noch dazu sagen wird, dass sie irgendwelche Sachen leakt. Natürlich macht die das. Also ich sage zu 100%, wie die Wahrheit gesagt hat. Weil ich finde immer, wenn du sagst, du hast mir das geschrieben, ich habe Screenshots, was auch immer, dann musst du die Wahrheit sagen, weil dann kann ich einfach fragen, zeig mir die Screenshots. Aber hat sie gesagt, und er hat es auch nicht denied. Er hat es nicht denied. Er hat einfach so gelacht, die so, nein. Ha, denkst du? Ach, findest du? Der hatte auch kein gutes Comeback. Das heißt, weil wenn, ich finde immer, das habe ich mit dem, ich denke jedes Mal, das habe ich auch gesagt, wenn mir das passieren würde, ich sitze da und ich weiß zu 100%, weil das, was hatten, hat er auch schon gesagt, war safe. Mhm. Und das einzige Problem war jetzt am Ende, dass sie es beendet hat, nicht er. Das war jetzt die einzige Diskussion am Ende, sage ich jetzt mal. Und ich glaube auch zu 100%, dass er noch was mit Dings machen wollte, mit, wie hieß sie denn, seine Freundin? Ja, mit seiner Freundin, die wollte ja bei ihm schlafen. Genau, sowas. Ich glaube das auch und dass der Chris aber noch so ein bisschen bei Laune halten wollte, weil das passt 1:1 dazu. Ja. Und wie gesagt, wenn uns das passieren würde, wenn das einer zu dir sagen würde, würdest du dann nicht einfach sagen, was laberst du? Bist du verrückt? Ich würd da mein Handy rausholen in der Show und sowas. Aber der war einfach dieses, denkst du? Nee. Ja, der ist besonders deswegen cool. Also, weil der war davor, hatte der gute Comebacks und hatte gute Sprüche und da war der dann relativ still. Und dann hat er sich schnell auf die Dings konzentriert, auf Sabine wieder. Weißt du, wo er dann so nach, was sagst du da hinten so? Sabine ist ein ganz schwieriger Name. Ganz schlimme Person, gell? Ja, schlimmste Person dieser ganzen Sendung. Ich dachte, was geht hier ab? Wirklich, wie kann man sich so sehr wie eine Heilige fühlen eigentlich? Ja, ja. Boah, die dachte wirklich, dass die Mutter Gottes. Ja, dadurch, sie ist safe. Die beste Person, die je auf diesem Planeten war. Krank. Das war so krass, wirklich. Also der Mike, der hat alles verschissen, was man verschissen konnte. Der Mann, der hat so reingeschissen. Der Mann. Aber ich meine, also ich bin komplett auf ihrer Seite, dass der sich benommen hat wie eine letzte elende. Aber so schlimm ja auch nicht. Man muss dazu sagen, ich habe auch nicht wirklich alles gesehen, aber so schlimm, was ich von ihm gesehen habe, war nicht so schlimm wie Fabio. Ja, okay, das muss man, außer dass er halt gesagt, ich habe Gefühle für die. Ja, okay, aber das ist doch, ganz kurz, aber das ist doch ein anderes Level, wenn er sagt, ich habe Gefühle für die, klar, dann ist doch irgendwas in der Beziehung vorher, also ganz kurz, wenn du eine gesunde Beziehung hast, gehst du ja da nicht rein. Ja. So, das heißt, er hat einen Switcherino gemacht, wollte sich da die neue krallen, aber das ist dann auch okay. Deswegen ist ja okay, er sagt ja auch nichts dafür, hat ja auch recht, keiner ist dafür, aber das ist auch nicht die coolste Art. Das ist deine, die Freundin, waren die 12 Jahren, waren die zusammen. Mach dich bei dem Tisch an. Mach dich bei dem Tisch an. Weiß ich. Ja, wie gesagt, aber trotzdem, das alles, wie gesagt, wenn sie gehandelt hätte wie Alicia hieß sie von Yassin, die Freundin von Yassin, Alicia, glaube ich. Ja, kann sein. Wenn die so gehandelt hätte, gesagt hätte, boah, krass, was ist das für ein Assi, der hat den nie den krass beleidigt oder sowas. Aber diese Sabine hat den ja dann so fett gemacht auch noch dann in dieser Show. Wenn die aber gesagt hätte, ich brech ab, Mike, ganz im Ernst, boah, Digga. Reingeschissen. Ja, aber abgebrochen hat sie aber auch danach nicht. Aber danach wirklich diese in dieser Show hat nur der Heiligenschein gefehlt. Ich verzeihe ihm, es ist okay, wenn die sich lieben. Ja. Das ist super, ich habe jetzt auch meinen Deckel auf meinen Topf gefunden. Das ist super. 2 Wochen, später, ganz wirklich jetzt, okay, chill doch mal, jetzt reicht doch. Boah, das war schlimm. Geil. Ich gucke heute noch Temptation Island US. Da haben wir noch nicht gesehen. Dritte Staffel meinst du, das gab es auch am Ende gerade, weil die waren gleichzeitig und gleich alles. Ich hoffe, da gibt es auch eine Reunion, weil das auch gerade on fire, was da abgeht gerade. Okay. Zu lit. Ex on the Beach?
Sehr gut. Einfach sehr gut. Qualität, wie kann man, kurze Frage, wie kann man nicht wissen, ob man gebumst hat oder nicht gebumst hat? Das ist eine ganz komische Story gewesen. Ich glaube eher, das ist so ein Ding, weil dieses, die weiß ganz genau, du wolltest aber nicht sagen. Sonst ich glaube, ja, schlecht darstellen. Ja, ja, genau, ja. Das habe ich auch überlegt. Sie übt jetzt einfach Rache aus und lässt ihn jetzt dumm dastehen. Ich finde es ein geiler Move, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist schon ein guter Move, weil keiner glaubt ihm dann, außer wir, weil wir haben es gesehen, ja, ja. Aber keiner glaubt ihm. Weil aber ist der haben wir es gesehen, though? Egal, auf jeden Fall ist der eh der größte Lelek da. Ja, so. Und dann wird der auch noch so gemacht. Und jetzt, ja. Wieder, hast du die neueste Folge schon gesehen? Wann kam die raus? Am Donnerstag, gestern. Was passiert? Am Ende, also auf jeden Fall, die haben jetzt schon gespoilert, Halil fliegt raus. Ah, Scheiße, habe ich nicht gesehen. Ah, ja, man sieht es am Ende als Spoiler sozusagen. Okay. Aber das ist sehr geil, sehr geil. Das okay. Ist sehr gut. Ich bin übrigens ein großer Fan von Diogo, ich weiß nicht wieso. Ah, nee. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil er mein Landsmann ist. Großer Fan von Simse. Der ist so geil, der Typ. Simse. Der Blonde mit den hässlichen Outfits immer. Ach, der Freund von der Tamara. Boah, wie schlimm ist dieses Mädchen? Boah, der Dings ist so geil. Nein, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Was mich extrem nervt, wie heißt die? Saskia, glaube ich. Sandra. Wie kann die nicht checken, dass Tommy der größte Fuckboy auf der Welt ist? Wie verstehst du das nicht? Boah, ich bin der schlecht mit Namen. Jedem Interview, der blonde Franzose. Jedem Interview sagt er, oh ja, ich würde jetzt auch eine andere nehmen. Das war krass, ich habe Österreich schon Holländer. Der sagt in jedem Interview, er würde eine andere nehmen, will also schon ausüben und sowas. Und dann so, das macht mich fertig. Der hat mich wirklich fertig gemacht, ja. Der Typ. Der nennt einfach so aggressiv. Also, Simse, bester Typ, der ist saugeil. Der scheißt aber auch so rein. Der scheißt komplett. Das ist ja auch das Witzige. Ey, das ist so witzig. Der verkackt alles, was er verkackt. Das ist so witzig. Kann. Also, Ex on Beach, sehr, sehr witzig. Sehr gutes Konzept auch. Sehr witzig. Ja. Und ich habe gute Nachrichten an alle, die immer noch dabei sind. Are You the One kommt. Die neue Staffel kommt jetzt. Für mit Stars, Promis. Ja, da kommt jetzt irgendwie richtig geil, da freue ich mich drauf. Und Too Hot to Handle kommt jetzt bald raus. Boah, war das jetzt gerade eine Reality-TV-Sendung. War saugeil, Sendung. Das finde ich auf jeden Fall gut. Sehr gut!